Und dann immer wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Und zwar habe ich heute nochmal was Gebrauchtes für euch. Und das letzte Mal waren wir ja von dem Set nicht überzeugt. Da konnte der Verkäufer nichts dafür, es war vollständig und so weiter und so fort. Aber das Set war halt nicht gut, das war ja das Red Sports Car. Hier haben wir jetzt ein Set von Guan Jian, auch gebraucht vom selben Verkäufer. Das seht ihr ja schon, so wie es verpackt ist. Es ist aus der Racing Series und es ist der Ferrari F50. 363 Teile hat das Set und es ist von Guan Jian die 100-139. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir machen das genau wie beim letzten Mal. Ich baue das Set und dann reden wir drüber und ich sage euch eben, wie war das Baugefühl? War die Anleitung gut? Waren die Steine gut? Und so weiter und so fort. Und würde ich es euch empfehlen oder würde ich es euch nicht empfehlen? Und wie immer gilt, ich möchte euch so ein bisschen die Angst nehmen. Klemmbausteinsets könnt ihr gebraucht kaufen. Da braucht ihr keine Angst vor haben. Meistens habt ihr da super Erfahrungen damit, wie ich eben hier bei diesem Verkäufer. Und wenn man mal Ausrutscher hat, ist das wirklich selten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und fertig ist die 100-139 der Ferrari F50 von Guan Jian. Doch bevor wir jetzt über das Set reden, möchte ich nochmal über den realen Ferrari F50 mit euch reden. Einfach nur um die Messlatte, die so ein Set hat für einen Motorsport-Fan, euch einfach mal aufzuzeigen. Und zwar wurden vom F50 nur 349 Fahrzeuge gebaut und wurden damals für einen Neupreis von 380.000 Euro verkauft. Der Sammlerwert von so einem F50 heutzutage ist um einiges höher. Angetrieben wurde der F50 von einem Ottomotor mit satten 4,7 Litern und damit 382 kW und 520 PS. Das ist aber noch nicht das, was dieses Fahrzeug zum Kult-Ferrari gemacht hat, sondern dass in dieses Fahrzeug sehr viel Formel-1-Technologie reingeflossen ist. Und zwar wurde für diese damalige Zeit echtes Hightech-Zeug hier drin verbaut. Nur um ein Beispiel zu nennen, der Ferrari wiegt nur 1230 Kilogramm, weil die Karosserie aus einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff besteht, der damals, wie gesagt, noch sehr revolutionär war und einfach damals neue Formel-1-Technik war. Und das zusammen mit dem ikonischen Aussehen von dem M50 machen dieses Auto zu einem wirklich feuchten Traum eines jeden Ferrari-Fans. Bei so einem ikonischen Vorbild ist es natürlich klar, dass man als Käufer von so einem Set eine relativ hohe Erwartung hat. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wurde diese Erwartung erfüllt? Wie am Anfang besprochen, schauen wir uns aber natürlich nochmal kurz die Anleitung an. Und da muss ich einfach sagen, die ist von vorne ordentlich gestaltet. Ihr habt die ja schon von vorne gesehen. Ja, von innen. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde. Alles, was neu gebaut wird, wird dann dementsprechend in Farbe dargestellt. Ist Guan Jian typisch, muss ich sagen. Die Abbildungen waren fehlerfrei, eindeutig und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, es ist eine relativ einfache Anleitung. Sie ist aus einem sehr dünnen Papier, muss ich sagen. Das fühlt sich nicht sehr hochwertig an. Aber dafür ist sie wieder klammergebunden. Wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall Spaß damit und beschwere mich auf jeden Fall nicht. Das sind natürlich schon mal gute Voraussetzungen, wenn wir jetzt über das Set reden. Also kommen wir auch mal über das Set. Und ich muss sagen, das Aussehen überzeugt. Wenn wir das mal mit einem Original vergleichen, gerade so seitlich kommt das wirklich gut rüber. Auch von hinten kommt wirklich dieses Ferrari F50 Feeling richtig gut rüber. Und es ist für dieses Größenverhältnis und die Teileanzahl eine richtig gute Nachbildung. Ich meine, es sind 363 Teile in dem Fahrzeug. Ein paar Teile werden sogar noch für Figuren gerechnet und ein paar Teile waren übrig. Dann haben wir nochmal einen Austauschsatz Felgen. Es sind vielleicht am Ende 340 Teile in dem Fahrzeug verbaut und dafür ist es wirklich, wirklich sehr, sehr nah am echten Vorbild. Das einzig Schade ist wie immer oder fast immer bei solchen Lizenzsets, dass alles, was an den Ferrari erinnert, beziehungsweise auch speziell an den F50 erinnert, ist hier mit Stickern gelöst. Es gibt bei diesem gesamten Set leider keinen einzigen Druck. Und das ist schade, weil ich bin vielleicht manchmal nicht der Talentierteste vom Sticker aufkleben. Deshalb sind sie mal ein bisschen schief, darum geht es aber gar nicht. Sondern es geht eher darum, das ist ein Ausstellungsset. Das stellt man sich ins Regal, weil man dieses Fahrzeug liebt. Damit wird niemand wirklich spielen, auch wenn wir da trotzdem noch mal drüber reden werden. Und dann ist es sehr schade, wenn es nach einer bestimmten Zeit einfach im Endeffekt die Sticker ablöst oder man es öfters mal waschen muss, weil man jetzt keine Vitrine hat, muss es entstauben, muss es waschen und dann gehen dabei die Sticker ab. Das ist immer sehr, sehr schade, weil wenn wir mal ehrlich sind, wer sich so ein Set kauft, kauft sich das nicht, um die Teile auszuschlachten. Wo es einen dann stören würde, dass sie bedruckt sind und nur für dieses Fahrzeug verwendet werden können. Wer sich so ein Set kauft, kauft es sich, weil er den F50 haben will. Wenn wir über die Steinequalität reden, muss ich sagen, Guan Jian, wir haben ja auch schon über den Panzer von Guan Jian geredet und da habe ich gesagt, die Steinequalität hat mich dafür, dass Guan Jian oft mit Kobi verglichen wird, wirklich ein wenig enttäuscht. Und so war es auch wieder hier. Ein besonderes Negativbeispiel waren die Teile für die Radkästen. Die Radkästen sind wirklich viel zu locker und fallen immer wieder ab, bis man sie dann endlich mit anderen Teilen überschichtet. Und dementsprechend, das nervt wirklich, wirklich, wirklich beim Bau. Dann hat man wieder Teile, die sind viel zu fest. Dann hat man Teile, die sind schlecht entgratet.
Also die Steinequalität lässt wirklich, wirklich, wirklich zu wünschen übrig. Und da ist ein großer, großer Spielraum, den die eben in der Klemmkraft haben, weil wahrscheinlich die Qualitätskontrollen dort nicht ausreichen. Wenn wir jetzt über Funktionen reden, kann es natürlich fahren. Wie gesagt, das ist immer diese absolut krasse Funktion, über die wir reden müssen. Es kann fahren. Und dann muss ich auch sagen, ja, ich rede immer drüber, weil es gibt gutes Fahrgefühl und es gibt schlechtes Fahrgefühl. Und hier haben wir ein schlechtes Fahrgefühl. Liegt nicht daran, dass die Reifen schlecht sind. Nein, nein, die Reifen sind wirklich Vollgummi, haben guten Grip. Das Problem ist, dass hier hinten der Reifen schleift. Der schleift im Radkasten. Hier schleift er noch mehr. Hier geht es ein bisschen besser, also rechts geht es ein bisschen besser. Links schleift er sehr, sehr stark im Radkasten. Das zeigt auch wieder diese Ungenauigkeit in den Teilen. Und das macht einfach dann wirklich kaum Spaß, weil, also da muss man richtig Druck aufbauen und schleift eben die ganze Zeit mit dem Reifen im Radkasten. Das hört man auch, wenn man genau hingehört. Dann kann man hier den Kofferraum rein theoretisch öffnen, aber der geht kaum zu öffnen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur für die Schräge so angeklappt wird oder ob man das auch eigentlich öffnen können sollte. Wenn man es eigentlich öffnen können sollte, wäre das wirklich schade, weil der geht maximal so weit zu öffnen. Sonst würde man hier oben anstoßen und die ganze Motorhaube auseinandernehmen. Und wenn das eine Funktion sein soll, dann ist das wirklich eine Schande, wenn wir drüber reden. Ich gehe aber mal davon aus, und so fair müssen wir sein, man soll das an und für sich wahrscheinlich nicht öffnen. Es ist einfach nur mit diesem Klappteil gebaut, damit man die Schräge hinbekommt. Die Motorhaube finde ich sehr schön hier dargestellt, die hier mit diesen Clear-Teilen verkleidet ist. Schade ist nur, man kann durch diese Clear-Teile kaum durchgucken, weil die relativ matt schwarz schon fast sind. Also die sind nicht so clear wie hier zum Beispiel. Also auf dem Foto sieht man, so wird es dargestellt. Also die sind wirklich clear. Und hier haben wir mehr oder weniger schwarz, also das ist wie eine getönte Scheibe. Und das hat mich schon mal gewundert, warum da so eine große Abweichung ist. Und das kommt dann natürlich hier hinten nicht so zur Geltung, weil man den Motor dort eigentlich sehr cool sehen könnte, aber so ihn eben nicht sieht. Und um das zu verhindern, helfen natürlich diese klaren Angusspunkte auch nicht weiter. So, dann kann man die hier öffnen, rein theoretisch. Man kommt da auch mit dem Finger fast gar nicht rein. Dementsprechend nicht nachmachen, Kinderchen. Muss man das hier so ein bisschen aufhebeln. Ich mach's mal mit dem Messer, wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht nachmachen. Und dann sieht man hier eben so ein bisschen den Motor angedeutet. Das ist eigentlich ganz fein gemacht. Ist nur schade, dass man halt hier wirklich mit dem Messer rein muss, weil man hier überhaupt keine Kante hat, wo man da irgendwie rangehen könnte. Trotzdem hatte ich wirklich Spaß mit dem Set, auch wenn es seine Probleme hatte, die ich ja schon erwähnt habe. Es geht hier eher ums Ausstellen und dafür findet es auf jeden Fall einen Platz in meinem Regal. Aber meine Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt und das ist diese Sache mit der hohen Messlatte. Trotzdem gebe ich euch gerade für den Preis gerne eine Kaufempfehlung dafür raus. Ihr werdet auch Spaß damit haben. Gerade für F50-Fan ist es wahrscheinlich ein Must-Have. Und dementsprechend, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.